Hallo zusammen und willkommen. Gelenkschmerzen können jeden treffen und ihre Ursachen sind vielfältig. In der Regel sind es entzündliche Prozesse, die für Schmerzen sorgen. Diese können beispielsweise durch einen Abbau von Gelenkknorpel entstehen. Auch eine andauernde Übersäuerung durch schlechte oder einseitige Ernährung kann zu dauerhaften Gelenkschmerzen führen. Ein erstaunliches Rezept zur Behandlung von Knie- und Gelenkschmerzen ist ein kalter Ölauszug von den Schalen einer Limette. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Die Zutaten sind überall erhältlich und die Zubereitung ist für jedermann durchführbar. Die Ergebnisse sprechen dabei für sich. Du kannst dieses Rezept ohne Bedenken bei Gelenkproblemen durchführen und musst keinerlei Nebenwirkungen befürchten. Sogar deine Haut an der behandelten Stelle wird davon definitiv profitieren. Das liegt daran, da Olivenöl die Haut pflegt und eine gesunde Zellfunktion unterstützt. Probier es einfach selbst zu Hause aus und lass dich von der günstigen und 100% erfolgreichen Methode überzeugen. Kommen wir nun zum Rezept und der Anwendung. Für das Rezept benötigst du 3 mittelgroße Limetten, 250 ml natürliches Olivenöl und ein Glas mit einem Schraubdeckel. Zusätzlich benötigst du noch ein schwarzes Tuch oder eine blickdichte schwarze Plastiktüte. Du schälst die Limetten komplett, so hast du weniger Schalenstücke. Die saure Frucht kannst du anderweitig benutzen, da du ausschließlich die Schale benötigst. Diese gibst du in ein entsprechend großes Schraubglas. Die 250 ml Olivenöl gießt du nun ins Glas über die Schalen. Achte darauf, dass die Schalen komplett vom Öl bedeckt werden. Notfalls drücke diese mit einem sauberen Löffel oder einer Gabel herunter. Danach verschließt du das Glas sehr fest und wickelst es in das schwarze Tuch bzw. die Tüte. Nun muss dein Glas für 15 Tage an einem dunklen und kühlen, nicht kalten Ort stehen. In dieser Zeit lösen sich wichtige Inhaltsstoffe aus der Schale und gehen in das Öl über. Das schwarze Tuch oder die Tüte schützt Vitamine und Co. vor dem Verfall durch Lichteinwirkung. Die Limette und vor allem die Schale enthalten zum einen wertvolle ätherische Öle und des Weiteren wichtige Nährstoffe. Zu diesen gehören Kalium, Vitamin C, Calcium und Magnesium. Die ätherischen Öle beinhalten unter anderem Citral, Penin, Linolen, Limettin und Kampfen. Die verschiedenen Inhaltsstoffe wirken antiinfektiös, antiviral, bakterizid und adstringierend. Sie bekämpfen Bakterien und Viren, straffen das Gewebe, entsäuern und unterstützen die Wundheilung. Vitamin C ist maßgeblich an der Kollagensynthese des Körpers beteiligt, was beim Knorpelaufbau hilft. Magnesium unterstützt hingegen Muskeln und Nerven. Calcium und Kalium sind für den Erhalt einer gesunden Knochenstruktur unverzichtbar. Nachdem du die Limettenschalen 15 Tage lang in dem Öl hast ziehen lassen, kannst du das Öl nun anwenden. Am besten nutzt du das Öl über Nacht, damit seine Inhaltsstoffe auch vom Körper aufgenommen werden können. Dazu kannst du eine Kompresse, einen Tupfer oder ein Stück einer Mullbinde in das Öl tauchen, leicht auswringen und dann auf die betroffene Stelle legen. Das Tuch sollte gut getränkt sein, aber nicht zu nass. Nun wickelst du einen trockenen Verband um deine Gelenke. Lass das Ganze über Nacht oder während des Schlafens einwirken. Wenn du aufstehst, entfernst du den Verband samt Kompresse oder Tupfer und massierst die Reste des Öls bzw. die Stelle sanft 5 Minuten lang. Je nach Schwere oder Grund deiner Gelenkschmerzen kannst du diese Methode so lange anwenden, bis der Schmerz verschwunden ist. Du wirst sehen, das funktioniert sehr gut. Wie du inzwischen weißt, steckt die Limette und insbesondere die Schale voller gesunder Inhaltsstoffe. Vor allem sind es Inhaltsstoffe, die sich positiv auf die Gesundheit von Gelenken, Muskeln und Knochen auswirken. Über Nacht angewandt können diese ins Gelenk gelangen und dort gezielt wirken. Das Olivenöl sorgt zusätzlich für eine weiche und geschmeidige Haut. Die Methode ist einfach, günstig und wirksam. Die Zutaten gibt es zudem überall und auch ein Glas hat fast jeder daheim. Alternativ kannst du auch eine Trinkflasche aus Kunststoff oder eine Keramikschüssel mit Deckel verwenden. Wichtig ist nur, dass das Öl dunkel und kühl und ganze 15 Tage lang ziehen kann. Lagere deinen Ölauszug also dunkel und kühl, damit die Inhaltsstoffe auch weiterhin erhalten bleiben. So profitierst du von der maximalen Wirkung und deine Gelenkschmerzen und Knieschmerzen gehören schon bald der Vergangenheit an. Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.